Hallo miteinander. Da ist Dex aus Münzen. Ich hoffe, man versteht mich gut. Ich muss nachher rasch einen Soundcheck machen. Haha. Ich bin da mit meinem Ritter Sephiroth. Neben meinem Dorf Elberl. Ich wollte es verteidigen. Ist aber nicht gegangen. Sie haben mich zusammengeschlagen, wie böse. Und sie haben all meine Freunde mitgeschleppt. Sie haben mich mitgeschleppt als Gefangene. Ich konnte zum Glück flüchten und bin jetzt zurück da. Allerdings ist mein Dorf geplündert worden und alles ist auseinander. Also ich muss jetzt einfach warten, bis das wieder fruchtbar ist und mir Geld abwerfen kann. Das Dorf habe ich bekommen, weil ich am König der Nords Treue geschworen habe und ihm bei vielen Kämpfen unterstützt habe und auch Aufgaben für ihn erledigt habe. Also wir sind da, ich weiss gar nicht mehr, wie die Welt heisst. Auf jeden Fall bin ich bei den Blauen, bei den Nords dabei. Das haben wir von den Swadier weggerissen, Königreich Swadien. Das waren unsere ursprünglichen Städte und das haben wir von den Vaegirs, glaube ich, heisst das, was sind es? Vaegirs oder Vaegirs, ich weiss es nicht, haben wir von denen weggerissen. Da bin ich jetzt nicht mal sicher, ich glaube, das ist auch neu, aber da bin ich nicht dabei gewesen. Da hatte ich gerade Probleme eben da unten gehabt. Also es ist eigentlich wie im... Was war es? Im Hundertjährigen Krieg war das, glaube ich, 14. Jahrhundert und so, wo sich all die Ritter aus den Dörfern immer wieder getroffen haben für einen Krieg. Und einfach geil. Also, ich will natürlich Rache. Gut trainieren müssen wir gerade nicht, aber ich reite jetzt mal da über Weidar, auf Asgard, auf Gisim. Zwischendurch machen wir noch einen Abstecher auf Praven, um einfach nachfragen, ob irgendjemand meine Freunde gesehen hat. Wir sind nicht allein da. Ich habe einfach einen gewissen Sichtbereich und der ist in der Nacht kleiner. Wir sind auch nur 3,6 in der Nacht, oder? Und unten rechts sieht man, was es für eine Zeit ist ungefähr. Und wenn ich stillstehe, bewege ich mich, also bewegt sich die Zeit dann nicht. Niemand ist da gewillt, um mich zu begleiten. Ich schaue mal, was ich für Vorräte noch habe. Ja gut, für mich allein habe ich noch genug zu essen. Ich habe noch 2400 Geld. Oder, wie heisst es? Ich weiß nicht mehr, Gold. Egal, das ist noch mein Charakter. Ich habe die Stufe 17 erreicht im Moment. Das ist so. Ja, ich möchte nicht genau durchgehen. Es ist eigentlich logisch. Ich bin jetzt schnell durch, dass ich Pause machen könnte. Aber ich will es auch nicht als Let's Play machen. Zocke das Spiel selber. Es ist nur etwa 15 Euro. Es ist aber wirklich genial. Also, wir gehen mal in die Schenke. Da ist der Reisende, der ist gut. Die Nacktfrau, das ist eine Kollegin eigentlich von mir gewesen. Ich habe ihr eine gute Ausrüstung gegeben. Und habe dann gemerkt, sie hat mit zwei von meinen Freunden Streit bekommen. Also ich habe etwa 4, 5 Freunde. Und mit Freunden meine ich einfach spezielle Charaktere, die man rekrutieren kann. Dann sage ich meine Freunde, also meine Leibgarde ist es eigentlich. Das wäre alle meine Leibgarde, Katrin, die haben wir jetzt gerade gesehen. Und ich glaube leider, dass das ein bisschen verpackt ist. Weil er sagt mir immer, sie sind in der Burg Ismirala, aber ich weiß aber nicht, Mann. Das sind alles unsere Feinde. Und ich komme dort nicht rein und ich bin nicht sicher, ob die noch leben oder ich habe keine Ahnung. Da ist, man kann rumlaufen, aber weil jetzt noch Nacht ist oder spät, was ist es, früh am Morgen? Ich weiß es auch nicht. Morgengrauen. Ja, warten wir doch rasch ein bisschen, wenn ich eine Leertaste drücke. Ah, das sind nur die Bauern. Das sind aber von unseren Feinden. Also wir könnten es jetzt theoretisch angreifen. Nur allein bringt mir das nicht viel. Ich würde es vielleicht schaffen, aber egal. Jetzt ist früh Morgen geworden. Ah nein, da wollen wir noch nicht her. Da kommen wir gerade nachher. Spaziergang durch die Straße. Und ihr seht, da laufen schon mehr Leute rum. Da sind auch die Händler dann draussen, wo man etwas kaufen oder verkaufen kann. Ja, im Moment noch nichts halt. Das kann man alles auch über da machen, über den Marktplatz, und dann rasch zum Waffenhändler, dann wieder zurück und zum Pferdehändler. Und ja, Rüstungshändler halt noch. 1700, ja, ist mir ein bisschen zu viel. Ich muss Uhren sparen, weil meistens bin ich fast pleite. So, wir gehen mal in die Arena. Im Turniermeister. Der kennt mich schon, weil ich schon ein paar Mal da gekämpft habe. Gibt's Insuno, Halmar, Charis und Durkuba.
Suno hat jetzt auch unsere Feinde, aber wir könnten da einem Turnier wahrscheinlich mitmachen. Das machen wir nachher auch. Ich brauche Geld. Ja, eh, das ist gut, das werde ich machen. Es findet gerade ein Kampf statt. Mal schauen, kommt gerade einer auf mich. Du da, okay. Ich halte mich da meistens zurück, weil das höchste Preisgeld kommt man natürlich über, wenn man möglichst viel überlebt. Lebt der Bogenschütze noch, ja. Ah, du Bastard. Mach mein Schild kaputt. Ah. Gib mir das Schild. Ja. Sehr schön. Geh mal jemand auf den Bogenschütze, bitte. Ich bleibe hier in meinem Eckli, da trifft mich, wenn ich möglichst nicht und wenn irgendwo einer nochmal aufploppt, weil es kommen immer wieder neue Gegner. Ah, ausgerechnet bei mir. Jetzt bin ich ein bisschen schneller mit meinem Langschwert als er mit dem Zweihänder. Okay, die lassen wir jetzt fighten dort. Er hat nämlich nicht unendlich viel, aber ich glaube in der Arena ziemlich viel. Jetzt ist noch ein anderes Schild und uns ist schon wieder recht kaputt. Oh ja. Yeah. So zwei verschiedene Schilder, willst du verarschen? Das ist doch auch ein Bug. Stich! Oh. Ja, sehr schön. Ah, oh, Bogenschütze hat es auch verwünscht, so wie es aussieht. Oh, zwei auf mich! Oh, und du kommst auch noch auf mich, oder? Ich muss schauen, nein, ich komme nicht auf mich. Sehr schön. Ja, geh auf den anderen, geh auf den anderen. Sehr schön. Nein! Oh. Okay. Jetzt haben wir noch Schilder. Ja, da hat es noch Schilder. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe noch nie einen Arena-Kampf gewonnen, übrigens. Weil 40 Gegner sind schon viele, wenn ich nicht alle selber töten muss. So gut bin ich noch nie dran gewesen. Meistens hatte ich viel weniger Energie gehabt oder weniger Leute oder was auch immer. Oh. Den haben wir nochmal verwünscht. Und die Übungskämpfe sind natürlich gut, weil ich komme immer wieder ein bisschen Erfahrung über. Halt nicht so viel wie wirklich auf dem Feld, aber das ist gleich. Ah, Bogenschütze, du bist gerade am Arsch. Schau es mal an. Die haben nur noch einen Dolch, um sich sonst zu wehren im Nahkampf. Aber wenn man ein guter Bogenschütze ist, ist fast die beste Waffe aus einem Turnier. Nein! Ah, jetzt hat's mich. 15 Gegner. Ich glaube, das ist im Moment mein Rekord. So. Immer noch 25 Dinar. Ah nein, ich habe schon 19 gehabt, stimmt. Also, wo hast du nochmal gesagt? Suno Halmaschar jetzt. Suno ist recht in der Nähe, oder? Das ist doch gerade da rechts. Yeah! Gehen wir gerade das Turnier, was meint ihr? Ja, jetzt haben wir hier die Arena gekämpft gesehen, weil so fährt man eigentlich an mit dem Cash machen. Man geht. Oh, das sind Feinde. Okay, sie haben mich nicht gesehen. Was ist das noch? Dorfbauern? Ja, das sind egal. Probieren wir da das Turnier zu kommen. Yeah! Wer ist so mit? Ja, okay, es sind eigentlich keine wichtigen Personen da. Ab und zu kämpfen sogar Könige mit und so, da kann man den König zusammenschließen und ich platziere immer Wetten auf mich. So macht man das meiste Geld, an Turnier Wetten auf sich selber platzieren. Drei Teams mit drei Kämpfern, das finde ich noch geil. Was haben die für eine Arena? Recht eine kleine, das ist okay. Ich bin grün. Jetzt geht es eigentlich einfach darum, dass man da die Gruppenmatch gewinnt und in jeder Stadt sind die anders, andere Arena, grösser, kleiner. Und es geht natürlich nie auf Leben und Tod, sondern nur immer bewusstlos. Okay, das sieht schlecht aus für mich.
Ich unterschätze die Stimmtexte immer wieder. Das ist eigentlich sehr gut. Nein, dort ist mein letzter gefallen. Gib mir das Schild. Ich hätte besser einen Axt genommen, weil das ist viel, viel besser für einen auf dem Pferd. Du Wichser! Ja, ja. Zum Glück sind Pferde auch ein bisschen verbuggt. Also der hat jetzt recht Probleme, um sich da umdrehen. Nein, komm jetzt! Nicht im Ernst, geht auf das Rössli los. Okay, die Runde habe ich ziemlich sicher. Jetzt ist etwas Schlimmes passiert. Pferd gegen Fußsoldaten in einer Arena sind nicht gut. Auf dem Feld praktisch unschlagbar. Vier Teams mit je 5 Kämpfern. Oh. Yeah. Da schnappen wir uns gerade. Komm, stich nicht drücken. Ah, Ritter, der Fuß. Ah, ist eigentlich. Ich helfe meinen Roten. Der hat ist wahrscheinlich verloren. Holt den Grün aber. Ja, sehr schön. Jetzt gehen wir auf die Pferde. Los, links, links, links. Uff. Jetzt bin ich rot. Ja, ich muss immer wieder. Der Wichser. Ich habe mich nicht verwünscht. Ich kann noch ein bisschen. Okay, ein Zweihänder auf der Rüssel ist ganz geil. Das war jetzt nur das Pferd. Ja. Also komm. Von Freunden kann man nicht verletzt werden und sie können einmal nicht verletzen. Oh, schau mal das Pferd an. Komm da raus. Geht nicht. Ja. Ah, da lebt noch einer. Schau es mal an. Habt ihr dort auch noch einen Kampf gehabt? Duell! Gewonnen. Okay, mein Team hat gewonnen, weil... Zwei Teams mit 8 Kämpfern. Oh, das wird heftig. Hoffentlich nicht zu viele Rössli. Oh, sehr viele Rössli. Und ich bin auch eins davon. Mit der Lanze ist nicht so gerne. Ich treffe nicht so gut. Ah. Pferd steuern ist eigen, aber ganz ehrlich, es macht Spass so, weil das wieder dich gesehen. Ich habe noch keinen verletzt, glaube ich. Also verletzt vielleicht schon, aber bewusst losgeschlagen. Ah, ich hasse es mit der Lanze. Das ist echt nicht gerne. Ich habe lieber irgendein Schwert. Ah. 11 Schaden. Zum Glück sind meine anderen Mitkrieger so gut. Also, verbündete Soldaten kann man angreifen, aber nicht, wo einem selber gehört, wenn ihr wisst, was ich meine. Wenn ich auf dem Feld jetzt mit einem König zusammen kämpfe oder mit einem anderen Jarl oder so. 4 Teams mit einem Kämpfer. Und 8 Teilnehmer drin. Okay. Ich bin auf dem Pferd, das gefällt mir. Klingenschwester. Ah, das ist eine Klingenschwester vom Pferd. Ah, so 23 Schaden. Ich bin aber nicht so geübt mit Lanzen, das ist es eben. Ich bin immer ein... ja, ihr seht dann, was ich auf dem Feld trage. Also, ihr habt es, glaube ich, schon gesehen, vorher, als ich ins Inventar bin, aber ich muss schauen, so genau. Aua! Oh, wow. Nicht gern. Yeah, mein erster. Also, weißt du was? Nein! Nicht das. Nimm das Schild wieder vor. Sitz ab. Komm runter. Stich dein Pferd. Hahaha. Ja, komm. Ah, haben getroffen. Ah, voll geil. 2 Teams mit 2 Kämpfern. Das ist auch gechillt. Yeah, Streitaxt. Ich liebe die. So in dem Arena-Kampf. Sehr gut. Beide auf mich. Ja, dann packst du von hinten. Ist nie gut, Team anmachen. Voll geil. Ich liebe so Turnierkämpfe. Jetzt sind es nur noch. Jetzt ist das Finale. Gibt auch am wenigsten Cash. Alright. Was hast du? Zweihänder. Okay, ich bin schneller als du. Zack, zack, zack! Bam!
Und ich habe das Turnier wieder mal gewonnen. Mit meinen Wetten habe ich 3980 gemacht und das Preisgeld wäre 200 Dinar gewesen. Also, ganz klar, was wir da machen. He? Jetzt gehen wir mal rasch in die Arena, geschwind fragen. Ey, er kennt mich noch nicht. Ja, okay, es ist der Feind in der Arena. Nein, aber zeig mir rasch, wo hat das Turnier? Halma, schau jetzt durch Kuba. Okay. Schau jetzt, wer da durch Kuba. Nein, das ist mir zu weit weg. Also, wir tun da unser Business wieder aufbauen, sag ich mal. Ich möchte Leute rekrutieren. Und ich habe gemerkt, da hat es sehr über Anlegestellen. Also, Moment, ich bin hier oben ein paar Mal verwünscht worden, wo ich wollte Leute sammeln. Und schaut mal da, alles überfallen. Es ist so traurig gerade da oben. Okay, nein, es hat sich wieder. Schade. Sie haben sich wieder ein bisschen beruhigt, aber gleich. Wenn irgendjemand das Spiel kennt und mir kann sagen, wie ich das kann verschnellern kann, ich habe es immer noch nicht herausgefunden. Ich weiss es wirklich nicht. Man kann irgendwie Zeit verschnellern eben. Ich weiss nicht wie und bin aus Versehen auf die Fraps-Taste gekommen. Ja, eben, ich gehe jetzt einfach mal hier eine Runde machen, gehe hier überall Leute rekrutieren und ziehe dann langsam da rauf, um ein bisschen die Zeräuber zurückzutreiben und dann die Anlegestelle übernehmen. Ja, das machen wir einfach in diesem Part und das schneide jetzt raus, das ganze Dauern, das ist nicht spannend. Falls es einen Kampf gibt, werde ich den sicher zeigen und erklären, wie es dazu gekommen ist. Spektakulär ist es immer. Also, bis nachher. Vielleicht finden wir sogar noch einen Freund oder so. Also, ich bin jetzt hier, habe 25 Leute gefunden, die mitkommen wollten. Das wäre die berüchtigte Burg Ismirala, wo all meine Leibgarden-Leute sind, wo ich eigentlich Pferde gekauft habe und Ausrüstungen. Ich probiere jetzt mal reinkommen, aber... Ja voll, sie sind da, es ist ja... Versuche ungesehen reinzukommen. Nartier wacht und schlüpft in die Stadt. Okay. Mach mal einen Spaziergang durch den Hof. Wenn ich nur wüsste, wo. Ah, schau mal, ich sehe wirklich aus wie ein anderer. Gefängnis. Ach. Ah. Wer ist da eingesperrt? Ich finde das nicht so. Das sind alles meine Freunde! Ich habe da gerade ein bisschen 100 Dinar gefunden. Also, ich habe das noch nie gemacht. Oder. Wie geht das? Mensch, ich kann einen Blick hineinwerfen ließen. Geht ruhig hinein. Die Schlüssel bleibt bei mir. Da sind sie. Der Battestour ist mein Bester. I've come back. Also das ist eben auch noch ein bisschen verbuggt. Amix wird es einfach Englisch. I've come to break you out of here. I'm not going anywhere with these chains on my legs. The key. Also wir brauchen den Schlüssel. Und da ist noch der Jeremus. Ah, das ist der Firentis. Nicht der Jeremus. Ah, der. Ja. Also es ist eigentlich Nacht. Das sollte... Nein, morgen. Wollen wir es probieren? Sofort. Hören wir schon andere Waffen? Ich weiß es nicht. Okay. Geben wir mal das. Kann ich jetzt den Schlüssel schon? Ich weiss das wirklich nicht, ich habe es noch nie gemacht. Okay. Bleib hinter mir. Bleib hinter mir. Bleib hinter mir. Entschuldigung. Ich bin gerade am modernen Kaffee trinken. Marke Roter Büffel, oder? Roter Stier. Bleib hinter mir. Okay.
Wurftool kann ich auch noch. Wo ist jetzt meine geile Axt her? Oh, fuck. Mal schauen, wie viele Wachen da sind. Ah, das sind meine Freunde. Yeah. Ah, schaut, mit dem kämpfe ich normalerweise. Nur ein Streithammer. Vom Pferdhaus ist super genial. Und auch so anscheinend. Kommt! Mir nach. Was läuft? Ah, sie wollen wirklich einfach nicht kämpfen. Egal. Ich komme sogar amigs durch den Lux durch mit dieser Waffe. Muss ich jetzt einfach kämpfen, bis wir fertig sind, oder wie? Immer noch? Nein. Die anderen sind hinter mir gerade. Nein, nicht. Okay. Nein. Versuch's gerne der erste. Ist es echt ein Bug? Muss ich einfach rauskommen probieren? Ich weiß es nicht. Muss ich dort raufkommen und das Tor aufmachen? Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Und wieso kommen wir jetzt nicht mit? Zählt es als Infanterie? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich machen muss. Muss ich echt einfach alle töten, oder? Können wir da irgendwie raus? Wahrscheinlich eben nicht, oder? Nein, das ist keine normale Tür. Ja. Schieße ich dich mal noch ab, einfach so. Zu lang gewartet. Schild ist schwierig. Wurfspeer. Ja, der hat nicht so viel wahrscheinlich. Also komm. Wie viel hat er? Also ich gehe jetzt mal da schauen. Jetzt schneide ich es dann aus dem Fall. Ich sag es. Es nervt mich gerade ein bisschen. Ich will doch nur da rauskommen. Ist auch kein Wurfspeer mehr. Hä? Jetzt kommt's. Bum, bum. Ha, schön. Also. Ich wusste nicht, ob ich geschlagen wurde oder davon gefangen wurde. Willkommen zurück, mein Freund. Willkommen zurück, mein Freund. Willkommen zurück, mein Freund. Willkommen zurück, mein Freund. Okay, wir gehen zurück durchs Tor und bringen uns rasch in Sicherheit. Ah, oh, herrlich! Ah, meine Kollegen wieder. Also, mal schauen. Er hat das Pferd noch, er auch, er auch. Und du auch. Oh, herrlich! Er ist mein Sanitäter, er ist eigentlich nur dazu da. Er kann nicht gut kämpfen, aber am Schluss... Jetzt gehen wir gleich rasch über die einzelnen Dinge da. Zum Beispiel bei Wundbehandlung ist er mega gut. Das heisst, am Schluss... werde ich einfach 20% schneller geheilt oder pro Punkt 40% schneller und die Chance wird erhöht, dass meine Truppenmitglieder nicht gerade sterben, sondern nur verwundet sind und halt einfach da auch noch Zeugs, oder? Das ist einfach noch wichtig, dass der bei mir ist einfach. So, wir erreichen, also vielleicht zwei Parts daraus machen, ich weiß noch nicht, wie lange ich schon aufnehme, ich weiß nicht, wie lange das geht. Wahrscheinlich mache ich zwei Parts daraus, ja. Mitternacht und jetzt passiert auch noch etwas Spezielles. Ich bin ein Ausbilder, schaut da, ein Ausbilder Level 3 oder Level 4 sogar schon. Und meine Truppen kommen einfach Erfahrung über, wenn sie mit mir reiten. Also ich kann jetzt 6 kann ich upgraden. Das kostet Dinar. Und man kann dann verschiedene Wege aussuchen. Und ich kann sehr, sehr gerne Bogenschützen. Weil mir... Der nicht, der bleibt hinten, hinter den Bogenschützen sogar. Und wir reiten dann rundherum und schlägeln auf die Feinde ein, während die Bogenschützen sie unter Beschuss nehmen. Das ist so meine Taktik. 31. Ich weiss nicht, wie gross da die Verbände von diesen Seeräubern schon sind, weil sie schliessen sich natürlich auch zusammen, wenn sie einander treffen, glaube ich. Oder sie spawnen da so gross, ich weiss es nicht. Also,
32, 31. Eben, das meine ich. Aber die packen wir uns. Das sollte eigentlich möglich sein. So, okay. Mir nach, 2 mir nach, 3 mir nach, 4 mir nach. Sanitäter, mir nach. Ich möchte da zuerst eine gute Position haben, von wo kommen sie denn eigentlich? Wir ziehen uns einfach den Hügel zurück. Ich hasse hügeliges Land. Los, Hügel, du rauf. Wo sind wir schon? Ja, dort hinten sind sie. Sage ich, Bogenschützen, die Position heben da. Da können sie ihnen gut tun. Aber es ist eben auch noch ein bisschen verpackt. Es ist zwar uralt, sie machen nichts mehr in dem Game, aber gleich. So. Ah, lass mich durch, das ist echt mühsam. Sind schon dort? Okay, sie sind höher als wir, aber sie kommen oben an. Jetzt du. Bleibst du da. Die kommen jetzt mit mir mit. Wir gehen ein bisschen Troubles machen. Ihr seht schon das Teil, es ist ein anderer Skill. Bogenschüsse auf dem Pferd. Oh, das ist riskant. Weißt du, was ich greife da? Jetzt habe ich ein paar Schüsse kassiert. Es ist eben recht schwierig, weil man muss, es ist Übungssache, man muss können zielen. Yeah. Das verdutscht aber nicht gut. Okay. Und wenn ich schön treffe, ist mein Hammer noch verdammt verblühtet. Man fühlt die Schläge, aber das ist das Geile. Darum die Hammer so gern. Bah. Ja, kommt zu mir, kommt zu mir, kommt ruhig. Kommt ruhig. Meine Leibgarde ist wieder K.O. gegangen, glaube ich. Sie sind eben noch nicht so gut. Nein, sie müssen schon. Ja, ja, kommt. Viele von meinen Freunden können wir auch nicht treffen. Können mich auch nicht treffen. Los, jetzt brauche ich euch Nahkämpfer. Ah! Ihr seht, je schneller ich bin, desto mehr Bonus komme ich über. Ich habe mal irgendwie 100 Schaden irgendwas gemacht. Das war echt geil. Boah, voll in den Hinterkopf. Uff, wäre nicht getroffen. Nein! Hey, es lebt noch einer. Voll geil. Von meinen Guardians. Boom. Nein. Wow, schau meinen Hammer an, meine Hände. Ja, Seeräuber sind eben auch recht stark, so im Vergleich zu irgendwelchen anderen Räubern. Ich sehe es daran, dass meine Nordrekruten zusammengeschlagen werden. Ich habe das Gefühl, Nordrekruten sind gleich stark wie andere Banditen. Also so Waldbanditen. Nein, Gebirgsbanditen sind auch schon stark. Wow, schau da meine Hände. Jetzt nein. Jetzt haben wir es dann. Bam! Puh! Yeah. Okay, 15 Verlust und 6 sind verwundet worden. Am Anfang wären wahrscheinlich 15 getötet worden, aber durch meinen Sanitäter nicht so. Da haben wir 9 verwundet, das heisst, wir können 9 Gefangene dann als Geiseln irgendwo verkaufen. Plus, wir kommen hier noch den Loot über, der ab und zu etwas besser werden kann, aber nicht immer ist. Und dann wieder gleich, das ist ein schlechter. So, was habe ich für Pfeile? Ich habe plus 1 Pfeile. Ich habe mal einen plus 3 gekauft für 1500 und dann bin ich gefangen genommen worden und das haben sie mir dann abgenommen, leider. Das Essen haben wir auch noch. Okay, und man kommt auch immer noch ein bisschen Geld über. 500, das waren recht reiche Banditen.
Jetzt würde ich als erstes gerne hier in die Stadt. Oh, schau dir, die flüchtet jetzt von mir. Was gibt's ihm? Einen dort, das Gefühl, das Wurm. Okay, also wir haben mit den Svadier einen Waffenstillstand gehabt. Jetzt haben sie irgendwo ein Dorf von uns, glaube ich, angegriffen. Ja. Nein. Egal, es könnte jetzt zum Krieg kommen mit denen wieder. Ja, yeah, der Jarl hilft auch noch ein bisschen, die wegtreiben. Aber eben, im Moment 16 sind glaube ich noch verwundet. Oder? Weiß auch nicht. Ich weiß noch nicht genau, wie das ist. Egal, ich gehe jetzt einmal verkaufen. Mich ein bisschen ausruhen. Dann gehe ich da probieren, noch Rekruten holen und irgendwie das da will ich endlich zerstören. Weil am Anfang habe ich gedacht, das ist noch gut, wenn immer ein bisschen Piraten rum sind zum Level, aber sie haben mich 2-3 Mal vernichtend geschlagen. Das ist recht übel. Wenn ich nur mit 20 Leuten rumgelaufen bin und nicht geachtet habe, wo ich hergelaufen bin, oder? Und dann ist das recht schnell passiert. So, das Essen, ja, haben wir noch genug. Ich könnte jetzt auch so handeln, zum Beispiel nach den Preisen fragen, welches ist teuer und wo ist es teuer. Komm, wir machen es einfach mal. Jetzt muss ich ein bisschen warten, kann mich in dieser Zeit auch gerade heilen. So. Wenn man Salz da kauft, im Uxhall verkauft, Uxhall ist zu weit weg, Turku ist zu weit weg, Barrier, Chilkala, Käse, dort unten verkaufen könnte man vernähen. Aber man könnte so ein Händlerleben führen und wenn man seinen Charakter Skill darauf möglichst viel mitnehmen, dann kann man so recht gut Geld machen. Ich frage noch wegen dem Turnier, wo die gerade sind. Immer noch dort, okay. Dann lassen wir das. Oh, die haben 4 Gefangene. Wie schnell? 5,6. 5,4. Ja, wir holen es nicht ein. Was ist da noch gelaufen? Egal. Vielleicht verwünschen wir es irgendwie so. Ja. Okay, los. Da nehme ich gar keine Mühe und uns irgendwie positionieren oder so. Sollen jetzt mitschlägeln, wie es könnte. Ich gehe gerade in den Nahkampf. Nur 6, mein Gott. Was sind sie da? Aha, schon dort oben gewesen. Hey. Ah, geh weg, Freund. Ah. Komm. Meine Rüstung habe ich übrigens auch erst. Auch noch von denen. Oh, sie hat gerade einen von mir runtergekommen. Der Batestour, der ist eigentlich mein Lieblingskämpfer. Hey, lass doch das Ross in Ruhe. Es ist echt einfach das Ross drin. Am blutigsten bin ich ausgesehen nach einer Burg. Aber dort bin ich nämlich immer im Nahkampf. Ohne mit Pferd gehst du dorthin. Das ist einfach so vom Computer vorgegeben. Und dort ist mein Gesicht, Brust und wirklich vorne bin ich nur noch rot gewesen. Ich dachte, was läuft. Ja, wir haben das sehr gut gemacht, Leute. Sehr schön. Wir könnten noch mal einen mehr gefangen. Die 2 müssen wir leider freilassen. Und die könnten wir jetzt rekrutieren, aber Bauern will ich eigentlich nicht. Gehen die einfach unter Einwand. So. Was? Okay, nach dem zweiten Mal durch, also check ich es nicht. Er ist halt ein Nizar. Wie heisst es? Ein Kargit. Wie heisst es? Kanat Kargit oder so heisst es. Aha, die Streika. Dort kommt er rum.
Oh, er hat seinen eigenen Bruder getötet, der Firentis. Das ist eben auch übel, die bekommen einen mega Streit über. Soll ich gegen den Firentis sein? Wer ist auch besser im Kampf? Ja, aber während dem Gefecht redest du auch nicht über deine Mutter mit dem Feind. Also, ein Firentis ist wertvoll, also chill's mal leise. Meine Güte, die Kinder. Entschuldigung. 9. Nice. Aber ich schaue jetzt zuerst noch rasch da. So. Da können wir nämlich schon zwei Bogenschützen draus machen. Das sind erst Jäger, das sind noch nicht so gut. Und Bogenschützen haben dann auch eine Axt, die sich selber ein bisschen verteidigen können. So, aber ich würde sagen, das heben wir uns für ein anderes Mal auf. Wahrscheinlich werde ich das jetzt dann gerade fertig selber machen. Nicht aufnehmen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spass gemacht und zieht euch das Spiel doch selber, wenn ihr das ein bisschen erfahren wollt. Es ist wirklich, wirklich geil. Am Anfang geht nicht schnell auf, weil es gibt ein bisschen viele Rückschläge mit den ersten Kämpfen, weil einfach man ist noch nicht so gut im Ausbilden, man hat scheisse Einheiten und dann kommt eine grössere Armee und man ist einfach platt. Aber eben, so wie ich allein angefangen habe, ich meine, ich bin jetzt 100 Tage alt oder so. Also Spieltag. Und die Tage da. Und ich bin immer wieder aufgerieben worden, immer wieder einfach allein dort gestanden. Ich habe jetzt noch nie so viele Freunde aufs Mal verloren. Es sind, glaube ich, immer noch irgendwo zwei, die mir fehlen. Ich mag mich an einen erinnern, mindestens. Ja, voll geiles Spiel. Also, see you in einem anderen Spiel. Peace.